Hallöchen, so, ihr zwingt mich ja in dem Sinne, dieses Video nochmal zu machen, beziehungsweise ein weiteres Video darüber, und zwar relativ ausführlich. Ich habe ja gesagt, die Festplatte ist kaputt, habe ich im vorigen Video gesagt, diese SSD. Der ganz genaue Fehler ist, ich habe noch ein Bild gefunden, a Disk Read Error. Okurit oder so ähnlich, keine Ahnung. Es ist ein ganz komischer Fehler, den diese Platte hier hatte. Und das ohne, sag schnell, Anzeichen, dass da irgendwas schon ist. Sprich, Lesefehler oder irgendwie was, keine Ahnung, dass da vielleicht schon Sektoren kaputt sind. Oder Transistoren. Das wird ziemlich ausführlich jetzt gleich. Das war wirklich, ich habe den Rechner angemacht, konnte mit Windows arbeiten, keine Fehler, nichts, war alles okay. Rechner ausgemacht, später wieder angemacht und dann kam dieser eben beschriebene Fehler. Und zwar, nachdem ich versucht habe, Windows zu starten. Mit Linux ging es. Warum ging Linux? Weil Linux auf einer anderen Festplatte, auf einer richtigen HDD liegt. Aber der Group Bootloader war mit auf dieser Platte hier drauf. Da konnte ich halt sagen, geh zu Linux oder geh zu Windows. Starte mir Linux oder Windows. So. Und wenn ich Windows versucht habe zu starten, kam dieser Fehler. Oder es kam in dem Sinne gleich ein Blue Screen, beziehungsweise die Windows 10 Fehlerreparaturgeschichte konnte nicht repariert werden, hast du nicht gesehen. So, dann habe ich versucht, Linux zu starten, ging auch. Ich hatte aber kein Internet bei Linux. Da funktioniert das irgendwie mit dem Internet nicht. Das hat mich an dem Tag auch schon ganz schön aufgeregt. Kein Netzwerk, nicht mal über WLAN. Obwohl der WLAN-Adapter wird von Linux erkannt und über LSUSB ist der WLAN-Adapter drin gewesen, aber ich habe kein Netzwerk gehabt. Ich konnte nicht ins Internet. Ich konnte noch Datenrettung machen davon, von der hier. Ist nicht viel Datenrettung zu machen, es sind nur ein paar Dateien gewesen. Allerdings konnte ich nicht auf meine HDDs, die ich noch drin habe, ich habe noch zweimal 1 Terabyte, also insgesamt 2 Terabyte, nicht 500, wie ich sagte oder geschrieben habe, es sind zwei 1 Terabyte Festplatten, die sind da noch drin, richtige HDDs, das sind Datengräber in dem Sinne, komme ich auch noch drauf zu. Konnte ich nicht drauf schreiben, musste ich erstmal USB-Stick suchen und wieder nichts gefunden und habe dann nachher die ganzen Daten hier drauf geschmissen. Ich habe eine Sache nicht gekriegt, das habe ich ja noch in dem Video mit der Platine gesagt, dass ich diese Platine noch machen will, wo ich mir ja den durch mein Verschulden ja noch den Drucker kaputt gemacht habe, wo ich jetzt auf das Ersatzteil warte. Das Layout, das habe ich nicht mehr darunter gekriegt. Ich weiß nicht, wo das da gespeichert wurde. Aber das ist jetzt nicht so aufwendig, dass ich das nicht schnell neu machen kann. Also das ist nicht so schlimm. Das ist nichts Großes, Aufwendiges. Das kann ich schnell neu machen. Das ist nicht so schlimm. So, darum ist es eigentlich bei mir nicht so schlimm, wenn mal die Systemfestplatte abschmiert. Das ist nicht das große Problem. So, und jetzt sehen noch die Sache eben Datenrettung. Ich habe es mir angewöhnt, die ganz wichtigen Sachen, also die richtig, richtig wichtigen Sachen, die habe ich in mindestens 3 Kopien. Und zwar eine Kopie außerhalb der Wohnung. Dass wenn hier was ist, ich diese Sache noch habe. Alles andere habe ich doppelt, dreifach, vierfach, fünffach auf verschiedenen Festplatten, im PC, außerhalb vom PC, auf CDs, auf DVDs, auf irgendwelchen USB-Sticks, Speicherkarten hast du nicht gesehen. Ich habe eigentlich alles, was ich wirklich ganz wichtig ist und was ich wirklich brauche, habe ich. Da ist es egal, ob die Platte abschmiert oder nicht. Wenn jetzt eine Platte von den anderen beiden, von den HDDs abschmiert, ja, dann sind die Daten weg. Das ist aber nicht so, als wenn ich die Sachen im Großen und Ganzen nicht wiederkriegen würde. Wäre zwar ärgerlich, aber ist dann so. So, und bei der Festplatte. Ja, es ist mir klar, dass diese Festplatte ist scheißegal, wie alt sie ist, wie oft sie benutzt wurde.
Das macht die Kap nicht kaputt. Die sind eigentlich selbstzerstörend. SSDs sind eigentlich selbstzerstörend, wenn man auf diesen schreibt. Das weiß ich. Deswegen mache ich das jetzt hier auch ausführlicher. Ich will nicht zu weit ins Detail gehen, aber da sind eben Transistoren oder MOSFETs oder was drin, in dem man den Zustand festsetzen kann, dass es eine 0 oder eine 1 ist, in Binärdaten. Und wenn sie einmal so gesetzt sind, sind sie über Jahre, kann man sie immer wieder lesen, das macht denen nichts. Aber sobald sie gelöscht werden oder überschrieben werden, gehen sie, verschleißen sie. Es gibt verschiedene Techniken, wie das funktioniert. Bei manchen, glaube ich, ist die Spannung nur umdrehen. Die sind dann nicht ganz so schnell kaputt. Bei manchen, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ich will da auch nicht ins Detail gehen. Und bei manchen Sachen, da wird eine Hochspannung, mit einem Hochspannungsimpuls dieser Transistor, MOSFET, was auch immer, wieder zurückgesetzt. Und das lässt die Dinge verschleißen und kaputt gehen. Die haben also Selbstzerstörung. Also wenn man darauf viel schreibt, löscht und Datenverkehr hin und her hat, dann gehen sie schnell kaputt. Das weiß ich alles. Ich weiß auch, dass die, wenn die, auch wenn die, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre alt ist und vielleicht davon 5 Jahre insgesamt über die Stunden gesehen, die sie an Strom war, dass die das nicht kaputt macht, weil man nur von liest, ist mir klar. Aber ich habe sie als Systemfestplatte mit Videobearbeitung, mit Spiele, Programme, hast du nicht gesehen. Viel Daten. Schreiben, lesen, löschen, hast du nicht gesehen. Was die halt hier bei mir noch, ich habe sie gebraucht gekriegt. Ich weiß nicht, wie sie vor mir in Benutzung war, ganz genau. Ob da schon viel drauf geschrieben und gelöscht wurde und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel Terabyte, Zettabyte und was es da nicht alles gibt, die schon irgendwie gelesen und geschrieben hat. Weiß ich jetzt alles nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe sie als Systemplatte benutzt, jetzt die knappen 5 Jahre, die ich sie hier hatte. Viel Video rauf, runter, kodieren, hin und her und hast sie nicht gesehen. Das stresst so eine Festplatte, das ist mir alles klar. Muss ich jetzt auch nicht extra wieder 10 Leuten schreiben. Darum ist die jetzt sowohl kaputt. Warum auch immer jetzt auf einmal. Ich habe ja noch mal versucht, wieder Windows neu zu installieren. Kam gleich nach dem ersten Neustart. Während der im Setup ist, kopiert er die Daten drauf, macht einen Neustart und dann will er ja Systemeinstellung bla 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 machen. Und da fing dann auch wieder, kam gleich wieder Discrete Error bla bla bla. Sprich, ich schätze mal, ich kann es nicht genau sagen, ob das hier bei denen auch so ist, der MBR, der Master Boot Record. Der, ich weiß nicht, ob die sowas haben. Normale Festplatten haben sowas, zumindest damals hatten sie es gehabt. Bei nicht UEFI, bei richtigen BIOS-Systemen ist es der MBR. Da steht drinne in den ersten Sektoren dieser MBR, die Partitionsgröße, von welchem Sektor bis zu welchem Sektor die Partition ist, wie sie formatiert ist, das Inhaltsverzeichnis, was drauf gespeichert ist und und. Ich schätze mal, dass die hier die ersten paar Sektoren, wo das drinne steht, dass da irgendwo ein Fehler ist, dass die jetzt kaputt ist. Sie haben irgendwo Reserve, sie können solche defekten Transistoren markieren, die nicht mehr beschreiben, haben noch irgendwo im Hintergrund, was man nicht sieht, Reserve liegen, die sie dann benutzen, aber irgendwann ist vorbei. Wie gesagt, die war irgendwo bei 88%, das sind 12%, die sich schon kaputt war. Wahrscheinlich war das jetzt die Grenze 12, 13, 14, 15% eben, wo sie dann noch selber Fehlerkorrektur machen kann und dann fängt es an mit richtigen ja, Datenfehlern, Dateifehlern, keine Ahnung. So, das ist das Ding. Ich weiß das alles. Ich wollte das Video jetzt auch nicht in dem Moment 13 Kilometer lang machen, so wie dieses Video hier. Das ist jetzt auch schon wieder knapp 10 Minuten. Eben, wie gesagt, ich habe sie jetzt 5 Jahre in Benutzung gehabt als Systemplatte. Viel Datenverkehr drauf, rauf, runter, hin und her. Hast du nicht gesehen? Mehrfach Windows installiert. Ich hatte Windows 7 mit drauf. Ich hatte Linux mit drauf. Mehrere Partitionen, bla, und hast du nicht gesehen.
So, ich habe zwei 500 Giga, zwei 1 Terabyte Festplatten im System drinne. Auf die speichere ich alles, was ich für längere Zeit brauche, was eigentlich nur gelesen wird und gar nicht mehr gelöscht wird. Dann nehme ich zwei normale HDDs, ja, die halten auch nicht ewig, das weiß ich, ist mechanisch, verschleißt irgendwann, gehen auch irgendwann kaputt, ist mir alles klar. Könnte ich auch eine SSD nehmen, aber der Vorteil von SSD ist, dass sie schnell ist, dass ich schnell lesen kann, schnell schreiben kann auf SSDs. Wenn ich da nur Daten draufpacke und irgendwann mal lese, dann kann es auch eine normale HDD sein, weil ob ich jetzt nur, weiß ich nicht, 3 Sekunden warte, bis ich es gelesen habe, oder 1,5 Sekunden vergangen sind, bis ich es gelesen habe. Das ist nicht so schlimm. Das sind meine Anführungsstrichen Datengräber. Da sind die ganzen Sachen drauf, die ich so brauche, die nicht auf der Systemplatte sein sollen, wenn sie mal abschmiert, dass ich dann eben alles habe, um schnell wieder alles zu installieren, alle meine Programme, die ich brauche und und. Ist jetzt auf einer ist sogar noch ein Image drauf von dem Windows von der Festplatte, die vorher eingebaut war. Ich habe die andere SSD ist jetzt eingebaut. Die hatte ich vorher drin. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Da habe ich ein Image jetzt drauf liegen von dem. Das kann ich zurückspielen auf die SSD, wenn mal Windows irgendeinen Scheiß hat. Weil ich mache mir nicht die Arbeit und fange an und Fehlersuche, bla, und hast du nicht gesehen, warum geht dies nicht, das nicht, jenes nicht. Dann wird einfach USB-Stick rein, Windows 10 Installation fertig. Dann ist das wieder so, wie ich es brauche, installiere meine Programme und dann ist gut. Ich mache mir nicht die Arbeit und fange noch an im System, in der Registrierung rum zu blubbern und zu suchen und zu tun und zu machen und Stunden daran zu sitzen, irgendwelche Fehler rauszukriegen. So wie jetzt bei Linux, warum ich da kein Netzwerk habe, da mache ich kurz einen Prozess. Kommt der USB-Stick rein mit dem Linux, wird Linux installiert, fertig. Dann ist es drinnen. Das geht schneller, als wenn ich da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Stunden verbringe, da irgendwelche Fehler zu suchen und dann immer noch nicht so richtig geht. Da mache ich einen Install, bin in 1 bis 2 Stunden mit durch und fertig. So. Ja, ich weiß auch, man könnte ja jetzt auch für Videobearbeitung viele Daten hin und her noch eine zweite SSD nehmen, damit man die eine, die ich jetzt drin habe, fürs System schont, wo dann nur wenig Daten geschrieben wird. Aber was soll ich da? Das brauche ich nicht. Wenn die neue SSD jetzt 5 Jahre hält, hält sie 5 Jahre. Bin ich glücklich. Das reicht doch, meine Güte. Sie kosten nicht die Welt. Speicher ist günstig. In dem Sinne. Das ist in dem Sinne noch ein Vorteil, dass im Moment Speicher relativ günstig ist. Die hier würde ich gebraucht. Genau so eine würde ich gebraucht bei eBay für 35 Euro, 38 Euro kriegen. Weiß zwar auch noch nicht, was mit der ist oder wie auch immer, ob die schon, weiß ich nicht, kaputt ist oder was, keine Ahnung. Aber ich habe eine neue gekauft. Punkt. Ob die jetzt vielleicht noch als Daten bla 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 hinhaut. Ich will das Risiko gar nicht eingehen, ob die jetzt noch irgendwie. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu blöd, wenn ich jetzt da noch anfange. Ich weiß, sie hat irgendwie einen Fehler, sich da jetzt noch anfangen, da irgendwie Daten drauf zu packen oder was. Nö, mache ich nicht. Die ist jetzt nebenbei. Vielleicht nehme ich sie nur mal ganz kurz, wenn nicht anders möglich, per USB angeschlossen, schnell Daten draufgezogen, in einen wieder rein, fertig, dann vorbei. So, die Festplatte hatte ich drinne und ich habe mich im anderen Video versprochen. Ja, das weiß ich. Die hatte ich drinne, ist eine Hitachi, keine Ahnung, ihr Modell, keine Ahnung, 160 GB, 5400 Rotation pro Minute. Ich habe aus Versehen Sekunde gesagt. 3 GB die Sekunde oder 3 Gigabit die Sekunde. Sorry, Gigabit, nicht Gigabyte. Gigabit. Habe ich auch falsch gesagt. SATA 3, 3 Gigabit. So, die neue. Jetzt habe ich auch falsch gesagt. Das steht ja hier. Die hat SATA 3, 6 Gigabits pro Sekunde.
bis zu 520 Megabyte die Sekunde lesen, 500 Megabyte die Sekunde schreiben. Bis zu. Ich weiß nicht, wo hier ein Stern hier ist. Based on internal. Ja. So. Dass ich auf die Werte nicht komme, war mir von vornherein klar. Eventuell die Hälfte, vielleicht zwei Drittel. So. Aber ich komme gleich noch drauf zu, was wirklich ist. So, bei der Festplatte, die hatte ich im System drinne und das Ding ist wirklich arschlangsam. Ich habe Read-Write-Test gemacht, sequenziell, wie schnell sie da ist, weil wenn sie von vorne bis hinten so an einem durch ist, sie schneller, als wenn sie dann hin und her springen muss. Das dauert länger. Sie hat eine Lese-Schreibrate, irgendwo was bei 20 Megabyte pro Sekunde. 20 Megabyte, ja, pro Sekunde. Als ich das Image von der gelesen habe, was ich jetzt auf die andere, auf die neue SSD draufgepackt habe, weil ich hatte einen Fehler bei Windows, so komme ich auch noch drauf, hatte die im Durchschnitt nur 14 Megabyte pro Sekunde im Lesen. Es hat über eine Stunde gedauert, 42 GB von dieser Festplatte als Image auf einer anderen SSD oder anderen SATA HDD zu speichern. Das Ding ist arschlangsam. Ich habe hier SD-Karten, zum Beispiel die von meiner Kamera. Ich mache jetzt hier gerade mit Handy. Die SD-Karte am USB-Reader USB 2.0, die macht im Durchschnitt 25 Megabyte pro Sekunde. Die ist schneller als diese Festplatte. So, das wollte ich mal sagen. So, das macht die Festplatte. Die SSD-Karte ist schneller als die. Die ist recht sehr langsam. Bei der SSD, bei der neuen, bei der hier, habe ich gesagt, 520 werde ich nicht kommen, höchstens die Hälfte. Nein, auch nicht. Der Rechner schafft es nicht auf diese Datenraten. Ich ließ so bei etwa 175 Megabyte pro Sekunde sequenzielles Lesen, Schreiben. Geht auch hoch. Ich habe schon geguckt, teilweise, wenn es eine zusammenhängende Datei ist, bis auf etwa 200, 220 Megabyte pro Sekunde, die sie dann schafft. Die anderen HDDs, diese zwei 1 Terabyte HDDs, die ich da drinne habe noch, die sind ähnlich schnell. Die liegen auch so bei 150 Megabyte pro Sekunde lesen, schreiben, sequenziell. Also diese kleine Laptop-Festplatte ist wirklich arschlangsam. Die hier, ich habe meine Performance wieder. Ich merke es, Windows startet hier innerhalb von, ist nicht das schnellste. Was sind das? 20 Sekunden höchstens. Dann ist das Windows da und kann benutzt werden. Bei der Festplatte, es hat 2, 3, 4 Minuten gedauert, bis ich Windows endlich richtig benutzen kann. Wenn ich dann den Internet Explorer bzw. Google Chrome oder Firefox geöffnet habe, hat es auch halt eine halbe Sekunde gedauert, halbe Minute gedauert, bis das Fenster da war, die Startseite da war und ich dann anfangen konnte, im Internet zu gucken. Und teilweise der Seitenaufbau hat auch Ewigkeiten gedauert. Was ich mit einer 100 Mbit Downloadleitung eigentlich nicht hätte, dass es etliche Sekunden dauert, bis eine Internetseite aufgemacht ist. Zum Beispiel Google. Ja. Also, das wollte ich nochmal sagen. Jetzt habe ich das erzählt. Ist es mir alles klar mit diesen Dingern, dass das eben nicht von der Zeit abhängig ist, sondern von den Daten, die da drauf geschrieben und gelöscht werden. Das ist mir klar, aber allein, dass diese Festplatte eine als Betriebsstunden, richtige Betriebsstunden, wo sie im Betrieb war, nicht nur im Rechner eingebaut, sondern richtig in Betrieb war, 5 Jahre, knapp 5 Jahre, das ist eine Hausnummer, das muss man sich mal überlegen. Habe ich jetzt gerade einen Rechner da? Ich guck mal. Das ist, wenn ich jetzt ausgehe von 10 Stunden täglich. 10 Stunden mal 365. Das sind dann 3650
Stunden im Jahr. So, die speichere ich mir mal im Dings. So, 5 Jahre sind ja 5 Jahre, das sind 5 mal 365, das sind 1825 Tage. Ein Tag hat 24 Stunden, das mache ich dann mal 24. Das sind 43.800 Stunden und die teile ich jetzt durch die 10 Stunden täglich. Das wären, das, da müsste ich diese Platte bei 10 Stunden täglich 12 Jahre lang benutzen, um auf 5 Stunden, 5 Jahre Betriebsstunden zu kommen. 12 Jahre, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Vielleicht könnt ihr mich korrigieren, aber es kann gut hinkommen. Bei 10 Stunden täglicher Benutzung, ja, sind das 12 Jahre, die man dafür braucht, um auf diese Betriebsstunden zu kommen, die diese Platte hat. Grob gesagt. So, das wollte ich nochmal sagen. Also das ist schon eine Hausnummer. Und wenn man sie als Systemplatte benutzt, sind 12 Jahre eigentlich ja sehr lange. Muss ich schon sagen. Das sind sehr lange. Das ist wirklich sehr lange, wenn man sie als Systemfestplatte benutzt. Ich habe sie jetzt nur 5 Jahre benutzt. Circa. Also etwa die Hälfte davon. Und die andere Hälfte weiß ich nicht genau, wie sie da genau benutzt wurde. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Wie gesagt, das Video ist ziemlich lang. Mir ist das alles bewusst. Ich wollte das auch gar nicht so weit vertiefen. Ihr solltet einfach nur wissen, diese Platte ist, weiß ich nicht, von 2011, 12, 13. Ich weiß es nicht genau. Reine Betriebsstunden 5 Jahre. Das ist eine Hausnummer. Das muss man erstmal erreichen. Und ich habe sie jetzt ungefähr 5 Jahre in Betrieb gehabt als normale System. Ich hoffe, das geht jetzt. Handy sagt hier Maximalgröße erreicht. Weiß ich nicht. Was ist denn das hier überhaupt am? Ach so, das ist meine Hand. Also ich habe sie als Systemplatte benutzt für Windows 7, Windows 10, Linux. Ich glaube zwischenzeitlich auch noch mal Windows XP. Es liefen da VMs noch drauf mit Windows und mehrere Partitionen, lauter Videos. Seitdem ich hier Videos mache mit YouTube, seit der Zeit, die letzten 5 Jahre, waren denn da die Videos drauf, werden da drauf geschnitten, kopiert, kodiert, keine Ahnung, was noch alles. Da habe ich sie jetzt für 5 Jahre lang benutzt und sie war schon gebraucht. Also, ich habe sie ordentlich beansprucht und das hat sie ausgehalten. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Und wenn die neue Platte jetzt wieder 5 Jahre hält, bin ich halt glücklich. So, das andere Videoteil, der war ja schon, weiß ich nicht, bei 23, 25 Minuten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneide. Aber ich weiß das alles. Ihr habt mich jetzt regelrecht dazu gezwungen, das nochmal zu machen, weil es soll nicht heißen, ich bin doof oder weiß das nicht. Natürlich weiß ich das. Ich weiß, dass sie beim Benutzen verschleißt. Sie haben ja, eine Selbstzerstörung. Das ist eine Selbstzerstörung bei denen. Nur, was nützt mir das, eine Festplatte zu nehmen, die ich eigentlich nur beschreiben kann und dann eigentlich nicht löschen kann, weil sie dann dadurch kaputt geht, im PC zu packen und ja, ich schreibe da nur was drauf und fertig und lasse es drauf. Ich brauche was zum Arbeiten und da brauche ich Geschwindigkeit. Ja gut, ich könnte eine normale HDD nehmen, wenn ich jetzt eine, so wie ich habe, mit diesen 150 Megabyte pro Sekunde passt, aber das Ding ist wirklich arschlangsam. Wo ich das Image davon der gezogen habe, ich habe gedacht, Alter, so lange, das bin ich ja noch nicht mal von IDE-Festplatten von damals gewöhnt, dass die so langsam sind. Kein Wunder, dass die Laptop oder dass der Laptop, aus dem die draus ist, so ewig lange braucht, bis der mal endlich gestartet ist mit Windows 10. Ist kein Wunder. Die kann ich ja nicht benutzen.
Vielleicht besorge ich noch mal eine, weiß ich nicht, eine 120er oder was für den Laptop, eine SSD, pack die da rein und dann Windows drauf, dann ist er auch ein Ticken schneller. Es geht das dann auch. Zwar ist er von der Rechenleistung nicht so hoch, aber dann ist wenigstens, wenn ich ihn starte, brauche ich nicht bei dem, grob gesagt, knapp 5 Minuten, bis der endlich fertig ist. Weil der ist noch langsamer dann, der Laptop, also ganz ehrlich. So wie gesagt, also die SSD hier, ich wollte es euch nur noch mal von drinnen zeigen, eben, das ist nichts mehr oder nicht mehr als ein großer USB-Stick. Jetzt ist das ein bisschen unscharf. Da auf der anderen Seite sind auch noch, du sagtest 2x128 GB oder was. Es könnten aber auch weniger sein, 4x64. Wenn ich jetzt richtig rechne, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, das ist eine echte Samsung gewesen. Es ist noch nicht mal ein Fake, weil es ist direkt alles Samsung. Also, ich kaufe auch sowas nicht in China, weil in China kriegt man teilweise solche Gehäuse und dann sind da USB-Sticks eingebaut, in so ein Adapterplatin oder SD-Karten und nicht mal sowas. Bei China würde ich sowas nicht kaufen. Es gibt vielleicht Ausnahmen, wo es vielleicht geht, aber ich wollte es euch noch mal zeigen. So, ich hoffe, das waren jetzt genug Informationen, dass ihr genau wisst, ich bin nicht doof. Ich weiß das. Ich wollte kein 30 Minuten, 40 Minuten Video machen über eine SSD, die ist kaputt. Ich habe eine neue, baue die ein, fertig. Die ist jetzt so und so alt, so lange habe ich sie in Betrieb gehabt, so lange hatte sie Betriebsstunden. Jetzt ist sie kaputt, ich brauchte eine neue. Das weiß ich alles, dass das mit der Zeit mäßig alles nicht zu sagen hat, sondern von der Art der Benutzung, dass das ausschlaggebend ist, das ist mir klar. Ja, ich hatte mich hier versprochen. Die hat nur 5400 Rotationen pro Minute, 160 GB und SATA 3, ja, also so langsam wie die ist, würde ich sogar sagen, die ist nicht noch nicht mal IDE, sondern MFM. Das andere Format damals, die ersten Festplatten, die im MFM, so wie Disketten. Disketten werden, glaube ich, auch in MFM geschrieben. Solche Festplatten, so in der Schnelligkeit ist die. Die ist langsamer als meine SD-Karte. Hätte ich auch meinen Windows in der Zeit auf eine SD-Karte packen können. Da wäre ich schneller gewesen. Gut, aber bis hierhin sollte es das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt alles sagen, was ich weiß darüber. Vielleicht habe ich irgendwas noch vergessen oder doch noch mal ja falsch gesagt. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß das alles und es geht nicht darum, dass ich das nicht weiß. Ich weiß das. Ich wollte das nur nicht in so ein riesenlanges Video packen. Aber ihr merkt doch selber, wenn ich das denn anfange, alles ausführlich zu machen, wie lang diese Videos werden, die gucken keiner. Wenn ich ein kurzes Video mache, gebe ich die wichtigsten Infos und dann heißt es wieder, ja, du bist zu doof, du weißt ja von gar nichts. So in dem Dreh. So kommt es bei mir an. Wenn ich das Video kurz mache, das Wichtigste sage, das Ding ist, weiß ich nicht, 10 Jahre alt, 5 Jahre habe ich es in Betrieb, 5 Stunden Betriebsdauer, was weiß ich. Jetzt ist sie putt, bla bla bla. Das in 3, 4 Minuten, ja, und dann heißt es wieder, du bist zu doof. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als demnächst wieder 3 Stunden Videos zu machen, wo ich wirklich jedes einzelne kleinste Detail mache. Soll ich noch ein Video machen, was es für Festplatten gibt, SSD, Solid State Drives, welche Techniken, ich glaube 2 oder 3 gibt es, wie genau die funktionieren, welche Zustände die Transistoren annehmen können. Oder MOSFETs oder was auch immer da drin steckt jetzt. Da gibt es einige, die können 2 Zustände annehmen, 0 und 1. Welche, die können 3, 4, 5, 6, 8, 12 in einem Ding drinne und bla und ach, hört mir auf. Das könnte ich jetzt alles noch aus dem Internet alles raussuchen. Ich habe das alles im Kopf. Ich kann es bloß alles nicht sagen. Und ganz genau in fachspezifischen Sachen alles vorbeibringen. Kann ich nicht. Mache ich nicht, will ich auch nicht. Ich wollte euch einfach nur sagen, ich habe eine neue SSD, weil die alte ist kaputt und ja, die ist so und so alt, so und so viele Betriebsstunden. Ich habe die so und so und jetzt ist sie kaputt und bums. Das sind doch die wichtigsten Daten.
Allein schon fünf Jahre Betriebsstunden. Wie gesagt, das sind bei 10 Stunden Nutzung am Tag 12 Jahre, die man dafür benötigt. Bei 10 Stunden täglich. Was schon sehr hochgegriffen ist bei 10 Stunden Benutzung täglich. Da auf 5 Jahre Betriebsstunden zu kommen, das ist schon echt eine Hausnummer. Das muss man sich mal klar werden. Aber das waren dann auch die wichtigsten Daten. Ich habe gesagt, die hat 88% nur noch gehabt. Mir war klar, dass sie demnächst Ausfälle zeigen wird, aber dass sie genau so ausfällt, hätte ich nicht gedacht. Dass sie von einem Moment auf den anderen in dem Sinne gar nicht mehr funktioniert. Beziehungsweise nicht mehr vonstatten kann und eigentlich nur noch die Daten runter, die man kriegt. Ich konnte sie eben alle normal lesen. Aber ich will das nicht mehr riskieren, da noch Daten wieder drauf zu packen und wieder runter und bla. Die ist halt kaputt, fertig. Ist halt so. Mein Gott. Das wollte ich nur ganz schnell mal sagen, aber anscheinend darf ich es nicht kurz machen. Und wenn ich es zu lang mache, gucken die Leute sich das Video nicht an. Warum auch immer, keine Ahnung. Gut, aber jetzt soll es das gewesen sein bis hierhin und dann hoffe ich, das Thema ist durch. Mir ist das alles klar. Die Dinger sind auch nicht ewig haltbar, obwohl ich habe eine Festplatte, die habe ich von damals noch, so eine IDE HDD 520 Megabyte von Seagate. Ich glaube, die habe ich sogar noch. Die müsste im Karton vom Amiga sein. Die habe ich damals in den 90er, damit habe ich angefangen. 386er, 486er. Mit der Platte habe ich gearbeitet bis und geht nicht mehr. Und die läuft bis heute ohne Fehler, ohne irgendeinen Sektorfehler. Wenn ich sie dann jetzt wirklich noch habe, ich muss gucken, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber bis 2015 hatte ich sie und bis dahin lief sie wunderbar, einwandfrei, obwohl man IDE gar nicht mehr irgendwo anklemmen kann. Aber sonst habe ich hier auch nur noch einige Seagate Barracudas IDE-Platten, 80 GB, 120 GB für ältere PC-Systeme. Ansonsten SSD, halt nur die eine gehabt, jetzt die andere. Ansonsten nur diese kleinen Festplatten aus Laptops, IDE, SATA, wie auch immer. Jetzt habe ich gerade gar nicht in der Hand. Gut, dann danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr noch so lange durchgehalten habt. Und ich hoffe, alle Fragen sind jetzt soweit beantwortet. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Es wird noch, das kann ich schon mal so sagen, ein Livestream kommen. Ist nichts Besonderes. Werdet ihr dann sehen, wenn ich ihn ankündige. Es wird so Anfang März sein. Dann wisst ihr Bescheid, warum, wieso, weshalb. Nur einmal so ganz kurz am Rande und dann wird dann demnächst, wenn das mit dem Drucker wieder geht, auch mit der Platine weitergehen. Gut, dann bis hierhin und danke fürs Zugucken und gehabt euch wohl und macht was auch immer, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Tschüssi.